über jemanden, der dich ja lange Jahre begleitet hat und der auf einmal dann quasi nicht mehr da war. Nein, über den wollte ich nicht sprechen, sondern über Alpagan. Und der hat ja bei uns im Interview damals relativ offen seine Sicht der Dinge erklärt. Und ich glaube, dass manche Menschen nach wie vor und vielleicht auch jetzt im Zuge eines Best-of-Albums so ein bisschen darauf warten, ob von dir irgendwann mal eine Stellungnahme dazu kommt. Oder hast du das Thema so weit zu den Akten gelegt, dass es nicht mehr wert ist, darüber irgendwann nochmal zu sprechen? Das Thema ist einfach nicht schön. Kein Thema, über das ich gerne rede. Aber was, wenn ich mich so mit anderen Leuten unterhalte darüber, was anscheinend eine Sache ist, die ich schon hätte kommen sehen müssen. So. Und eine Sache, die vielleicht auch nicht ausbleibt, wenn zwei Karrieren so weit auseinandergehen und so weiter. Ich glaube, ja. Ich rede darüber nicht. Zumindest nur die Frage, ob für dich im Raum steht, der jemals vielleicht eine Versöhnung oder irgendwas anzustreben, oder ist das ausgeschlossen? Ich fühle mich nicht wie im Streit mit Alper, um das gleich mal zu sagen. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Streit mit Alper, und ich fühle mich nicht, als gäbe es da, also ich weiß, da gibt es bestimmt Sachen zu klären, aber ich fühle mich nicht, als würde ich die klären wollen, weil dann doch ein bisschen zu viel vorgefallen ist, und ich finde, ich hege keinen Groll, und dabei sollte man es belassen.